linksstehender Schreibtisch wäre es halt schon. So. Kurze Info, wir haben gerade jetzt über die Raumaufteilung gesprochen. Mhm. Und Leute, willkommen zum Finalpart für die Deutsche Bahn. Moment. Noch alle Wunder geschehen können. Wondering! Der Banjo kommt von oben bei Sierra. Gibt uns 10 Sterne. Das war ja auch eine Idee von den Konkurrenten, dass man Banjo in... Also die hatten mal diese Idee geäußert, dass man vielleicht Banjo mal mit reinnehmen könnte. Aber das Invigo-Studio ist ja das nicht geworden. Vor allem es gab ja dann Mario Party 9, das war ja der größte, nur denkbare Mist. Na gut. Das war noch nicht mal in der Nähe. Das hat jetzt wirklich ausgeschaut, wie Luigi uns bei Twin Caps und Twin Happy. Ey, Alter, ich hab mich zweimal bewegt. Luigi wins einmal, almost absolut. Einmal um dir die Mütze zu richten und einmal um dir die Nase zu kratzen. Naja, das eine Mal hat mich der Furz nach oben gedrückt. Mario hat mir ein Stück Knoblauch für die Pizza abgegeben. 3 Runden. Hohoho! Was wirft er weg? Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Den Scheiß braucht sowieso niemand. Wurscht! Doch, Knochendocken braucht den für seinen Plan. Abwarten. Auch der Feind spielt mit gezinkten Bonbons. Yay. Achte auf deine Umgebung. So. Zieh voran mit dem Dreier. Ja, genau das werde ich machen. Ja. Wenn du es nicht schaffst, ist dein Untergang. Okay. Auf einmal ein Feld davor. Genial. Das wäre wieder das Bowserfeld, oder? Nein. Achso, ist es nicht mehr mit dem. Viel besser. Okay, das ist wirklich ein Scheiß. Das geht. Ich weiß ja nicht, was du vorhattest. Aber so wird das nix. Fordere mich ruhig heraus, ich bin bereit. Ich habe eine bessere Idee, du weißt doch, welche Bonbons ich habe. Mhm. Ein Sugarmal. Nein, ein Schnachbonbon. Und das ist genau 5. Und er hat 7 Felder dazwischen. Take it. Das ist ein guter Plan. Vor allem nicht so gut wie der von Knochendog, aber sehr gut wieder. Ja. Jetzt muss ich nur noch richtig würfeln. Nein! Egal. Das ist ein schlechter Ausgang, ja. Immerhin, solange ich hinter euch bleibe, kannst du mich nicht herausfordern. Das stimmt allerdings. Und solange ich dich immer wieder herausfordere und verliere, kannst du mir eine Münzen abziehen. Mini-Football. Da haben wir das jetzt mal total abgeschissen. Ja. Aber auch nur, weil der Kom jedes Mal beschissen hat. Aber ich glaube nicht, dass du das aufholen kannst. Aber es hat kein Schiedsrichter eine Karte angezeigt. Das war alles in Ordnung. Warum sollte man sich selber eine Karte geben? Das wäre ja dämlich. Schalke ist Schiedsrichter, schon? Was, der bedient doch nur die Kanone? Ah, der Schiedsrichter. Was, in letzter Sekunde oder was? Warte, wir müssen eh nach links, oder? Also ich... Ja.
Ja! Verkackt! Ah. Du hättest auf den Yoshi achten sollen. Du hättest ihn nämlich noch kriegen können. Okay. Also ich glaube, der Minispielstern, der ist in unseren. Hat Yoshi Hände oder Pfoten? Ah. Ganz schwierige Frage. Du hast zwei Runden, um es auszugleichen. Viel Spaß. Hm. Okay. Machbar? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht mehr. Tu mir einen Gefallen und kauf ein Schnarchbonbon oder ein Dreimalbonbon. Das ist Bullshit! Für 15 Münzen hat das reingekauft. Da kommt noch so eine Pfennig, was ist denn falsch bei dir? Na gut, ich kann immer noch auf den Bowser kommen, also. Oh. Er kriegt's. Wäre ich auf den Bowser gelandet, hätte der einen Stern weniger. Mhm. Ja, vergönne euch den. Ihr müsstet auf jeden Fall auf 5 Sterne ausgleichen, damit ihr überhaupt mit den Bonussternen eine Chance hättet, wenn ihr alle bekommt. Mhm. Ja, das ist genau die Meinung, ne? Yeah. Nachbar. Naja. Unter gewissen Umständen. Naja, vor allem du solltest jetzt schauen, dass du nach vorne kommst und überhaupt noch einen Stern zu ergattern. Mhm. Also auf Duelle würde ich mich hier nicht verlassen, weil bis ich dich überhole, dauert es eine Weile. Aber ich kann die Duellbonbons nutzen, um überhaupt da hinzukommen. Das ist ein Dreimann-Bonbon, warum solltest du das? Achso, das habe ich auch noch. Oh. Das war schlau. Das ist ein Plan. Geht nicht auf. Ihr müsstet alle drei Bonussterne kriegen. Alle drei. So. Nein, ich habe keinen Treiber-Bonbon. Bist du dir ganz sicher, dass ich nicht am Stern vorbeiziehen werde? Ich bin am Bonusstern auch nicht vorbeigezogen. Andererseits, es ist unwahrscheinlich, dass du es gewinnst. Probier es einfach aus. Okay. Wer sagt denn überhaupt, dass du so weit kommst? Musst ja auch. Jetzt fahre ich plötzlich mit dem Knochen trocken aus. Geht nicht. Wenn du den Stern abziehst, geht er bei dir wieder rein. Ja. Der Kreislauf des Lebens. Okay, also ausgehen tut sich das schon mal. Warte, ich hab den Basch gewürfelt, oder das nicht? Nicht bei Duellbomber. Okay. Weil es dafür nicht vorgesehen ist. Ja, hey. Schau, du kannst den Stern kaufen. Ja. Warte, nichts verrutschen, nicht verrutschen, gut. Dumm! Alter, die Knochentrocken sind jetzt auch noch dort. Das mit der Abzugshaube war schlau. Muss ich zugeben, aber hey, es gibt immer noch den Kamek-Zauber. Mhm. Alles passiert, du hast recht. Ups. Und wer sagt denn, dass er so hoch würfelt? Habe ich jetzt nicht fett frei, war? Wo ist denn der nächste Itemladen? Okay, also rein technisch bräuchte ich eine 4 oder eine 8. Ah, Moment, ich wollte schauen, wie weit der Knochentrocken entfernt ist. Eine 8, 13, eine 15. Die Geräusche sind zeitweise wirklich lustig. 7. Ist auch okay. Bin gespannt, ob sich der Yoshi im nächsten Zug traut, das Duellbonbon einzusetzen. Uninteressant wäre es nicht, was passiert. Viel passieren kann vor allem nicht. Vielleicht ist er ja so schlau und kauft ein Bonbon. Ich hasse dieses Minispiel. Ich rieche Chancen. Und Kuchen. Leckeren Kuchen. Ja, echt Torten. Tortensport, das ist der Sport, den ich auch kenne. Mit allen so, Sachen greifen, nach Vorlage hinziehen. Okay, okay. Der Cooper ist so lieb. Ja. Er schaut so niedlich.
Okay. Ah. Ja, bei mir geht halt das mit der Steuerung nicht so gut. Oh. Ah, nein. Ist eh egal. Yeah. Ich frage mich eigentlich, wo ihr die ganze Kohle habt, wenn ihr ungefähr alle zwei Minispiele verliert. Ja. Na gut, andererseits, ihr kauft kaum Sterne. Das stimmt. Wir haben ungefähr vier oder fünf mehr gekauft und sind trotzdem nicht weit hinterher. Wobei, das, was ich mit meinem Vater mal geschafft habe, das war legendär. Okay, Yoshi bleibt normal. Okay. Wow, was war der vor? Das ist der. Der will mich aufhalten, dass ich nicht zum Stern kann. Aber ich muss mich mit ihm duellieren, ich kann das Duellbonbon so nicht verwenden. Oder er wollte sicher gehen, dass er es schafft. Das geht natürlich auch. Das ist gut. Sehr gut, Knochentauchen, sehr gut. Oh, der hat sogar einen richtig Genius Move gemacht. Der kommt nämlich oben wieder rein, glaube ich. Wirklich? Nein, nein, das ist eh die letzte Runde. Ja, aber es ist schade, aber das war Genius Move. Vor allem, er blockiert er mich so. Ich kann ja nicht zum Stern, wenn ich ihn duellieren muss, aber ich kann ihm zwar abnehmen. Ja. Und das 3 kann zu, er verhindern. 3 zu 10. Und das kann er verhindern, wenn er gut ist. Ah nein, jetzt zieh nochmal. Oh, Idiot! Du hättest den Masterplan machen können. Vielleicht wollte er E4 machen, wenn man sich verschätzt. Ja, das ist möglich. Ah. Das schaffst du nie im Leben. Undenkbar. Dann zieh ich einfach weit. Ist auch schon egal. Hm. Stimmt, der Wanderstern. Wanderstern, Bonbonstern, alles möglich. Stimmt, den Bonbonstern gibt's. Es gibt sogar den Einkaufsstern, glaube ich. Wer die meisten Sachen gekauft hat. Das naja, das hilft nicht wirklich. War das schon eher. Eine Zehner, eine Zehner. Vielleicht noch Unglücksstern. Ihr müsstet alle drei kriegen, um auszugleichen. Ja, ja. Genau das haben wir vor. Von mir aus kann er da drauf kommen. In der letzten Runde ist nämlich blöderweise der Itemladen geschlossen für alle. Ach so. Ja, das heißt nicht mal ich dürfte einkaufen. Das ist ziemlich blöd gemacht. Naja gut, das stimmt. Wozu noch einkaufen? Naja, da kannst du der hintere aber verwenden. Ach so. Ja, ja, stimmt. Ich schaff's zum Einfeld! Ah. Ihr könnt's nicht mehr gewinnen! Jetzt Eier haben und auf den einen gehen. Und vor allem, ich duelliere mich doch nicht mal, das heißt, es kann nichts passieren. Luigi won. Willst du nicht ein bisschen abkühlen? What? Drop down, boy. Dann könnte der Yoshi sogar auch noch schaffen. Also ich bin ja der Letzte! Scheiße! Ich bin ja der Letzte. Ach so, ja. Richtig. Habe ich nicht bedacht. Oh, du könntest mich jetzt gerade so hart mit dem Duellbomber ohne, wenn es noch eine Runde geben würde. Kann irgendwas kommen? Ich bin sicher, wir haben es gewonnen. Na, die Show ist zu Ende. Das letzte Minispiel noch hinweg. Luigi wins by absolute doing nothing. Ja, ich hab wirklich, leg sie weg. Also ich habe jetzt, Scheiße. Also du musst noch bestätigen. Pass auf, wenn du das jetzt noch gewinnst. Ich lach mich tot, wenn ich das gewinne. Weißt du was, ich leg meine auch weg. Toad wins by absolute. Toad wins by absolutely doing nothing. Das ist ein schöner Kinofilm. Los geht's. Warte kurz, der Start. Ja, meinst du auch, aber das ist wurscht. What?
Toad kommt genau durch. Durch beide Hindernisse. Ja, fast. Jetzt klappt er nicht mehr. Yoshi hat's gewonnen. Ja. Hätte ja sein können, dass wir das schaffen. Das stimmt. Ich kann diesen Yoshi-Ruf nicht. Das ist bei der Yoshi-Story mit der D. Achso. Und dann auch der Flatterflug. Oh, das war noch besser. Ich konnte das aber noch besser. Bin jetzt gespannt, ob ihr Bonussterne bekommt. Ich meine, es ist sowieso egal, aber ja. Ihr seid zerstört worden. Dabei hat es am Anfang so gut für euch ausgesehen. Oh. Naja gut, wir haben dauerhaft eigentlich fast dreifach beim Boss eingesetzt. Ja, richtig, den habt ihr verdient. Den Rabattstern. Oh, da wird's interessant. Du wirst Sonderangebote bekommen, ja? Nein, wir haben das meiste bezahlt. Ach so. Da geht's darum, wer hat am meisten Münzen im Ding liegen lassen, im Laden. Oh. Ja, das würde jetzt passen, verfasst. Geil! Okay, das ist cool! Schön. Ja, gut zu wissen, dass wir wenigstens gar keine Chance mehr haben. Riechst du das? Ja, dieser Geruch nach. Umweltbewusstsein siegt, die grüne Kraft hat gewonnen. Dieser Duft nach. Triumph! Eigentlich Apfelzimt, aber. Apfelzimt, ja, okay. Er hat aufgespult. Da will ich die Statistik sehen. Aber hey, wir haben ordentliches Geld nach Hause gebracht. Ja. Bonbonsterne hätten wir sogar auch. Wandersterne. Ja, ich habe doppelt so viel im Game Shop ausgegeben. Wow! Münzsterne hätten auch wir? Glücksstern wärt ihr besser gewesen. Fragezeichen hätten auch wir. Ja. Spezialfeld, oh. Das hätten wir gebaut. Und Donkey Kong auch. Schau das an, wir sind so oft auf Donkey Kong gestoßen. Ja, so oft auf Bowser. Und ist alles verbaut. Tja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ein alter Spruch aus Österreich. Na dann, Leute, in der nächsten Party werden wir. Immobilienmakler? Mhm. Oder eigentlich Grundstückseigentümer? Ah, das heißt, dann spielen wir Monopoly. Das teure Monopoly. Das ist toll. Wobei ich weiß gar nicht, wie viel das damals gekostet hat. Das Spiel. Weiß ich bis heute nicht. Naja, also die normalen Monopoly-Varianten, die kosten auch so einiges. Also. Ich meine, das ist ja nicht nur. Das ist ja nicht nur. Andere Art von Monopoly. Okay, das wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, Leute. Für vieles. Wir können jetzt mal über alles quatschen, was dir auf der Seele liegt. Also wenn du was zu sagen hast, dann raus damit. Den Bonus Bazaar. Okay. Was wollen wir denn erzählen? Das, was du willst. Okay. Du wirst beim Bonus Bazaar sowieso nicht gebraucht. Ich kaufe nur ein paar Sachen. Passt, in Ordnung. Ach ja, er ist heute das erste Mal über Nacht hier. Ja, stimmt. Auch nichts Besonderes. Ja. Na gut. Damit wir auch so einige Parts zusammenbekommen. Dein erste. Oh, mein Freundschaftsarmband ist ein Stück abgebrochen. Das habe ich damals bekommen, als ich weiß nicht, 5 Jahre oder alt war oder so. Nein, von mir war das nicht. Das 5 Jahren kannten wir jetzt nicht mal. Waren wir in Teneriffa auf Urlaub und haben so ein Katzenspiel für den DS gekauft, bei irgendeinem Spielverkäufer stand. Und da hat mir dann das Band einfach mit drauf geschenkt. Philipp hat er geheißen, das weiß ich noch. Also, für den aller unwahrscheinlichsten Fall überhaupt, dass du es gerade siehst. Danke, Philipp. Ich trage das Band immer noch.
gerade ist wieder ein Stück abgebrochen. Wir haben es teilweise auch wieder mit Stücken von neuen Bändern ersetzt. Also es ist ein Unikat für sich aus zusammen gebastelt aus verschiedenen Stücken. Das ist Mario Kart für Arme. Ah, ja, ja. Ja, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass du in einem Boxspringbett schläfst. Naja. Ja, das hatte er vorher, glaube ich, noch nie. Nö. Bin gespannt, ob du dort auch eins kaufst. Naja, nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Vielleicht, wenn ich mein eigenes Haus habe und mir das einrichte, dann könnte ich es mir vorstellen, aber... Eine Nacht drinnen, er will sofort eins. Da liegen nicht meine Prioritäten. Hungrig bin ich nur schon etwas. Ja, nicht nur du. Wir werden noch Abendessen. Vormitternachtssnack heißt das. Ja, wie spät ist es? Halb elf, perfekte Zeit zum Abendessen. Ach, hier kann man sich die Musik anhören. Aber irgendwo konnte man sich hier Figuren kaufen. Vor allem, ich muss ja den Typen auch noch auskaufen. Kann sich Stimmen kaufen? Wie bei einer Wahl? Warum nicht? Hier gibt's noch einiges zu kaufen, Leute. Aber dafür wird der Solo-Party-Modus da sein. So, jetzt haben wir genug Material, Leute. Der Party ist zu Ende.